Damit wäre jetzt also der erste Stromkreis von vorne bis hinten abgedeckt. Das heißt, von der Einspeisung über die Sicherungsorgane, über den Zähler eben bis zu den abgehenden Reihenklemmen. Und ja, analog dazu müsste man das hier auch noch genauso tun. Also das war der Elektroherd. Das ist eine CE-Steckdose in der Garage. Die spare ich mir jetzt an der Stelle mal. Das hat jetzt nicht die höchste Priorität. Das hole ich dann an anderer Stelle einfach mal nach. Und ich werde mich jetzt eben zuwenden diesen Stromkreisen hier. Da sind ja 12 an der Zahl und das sind eigentlich die wichtigeren hier im Haus. Denn hier sind sämtliche Räume und so weiter aufgelegt oder sind dem zugeordnet, diesen Automaten. Und die gilt es jetzt eben auch noch analog zu dem, was wir schon getan haben, eben nach oben zu führen, auf die Reinklemmen zu führen, über diese Wechselstromzähler. Also auch das ist so ein mehrstufiges Konzept. Die Leitungen werden nicht direkt nach oben gehen, sondern hier erstmal über den Zähler geführt werden und vom Zähler dann entsprechend zu den Reihenklemmen. Ja, und bei diesen Zählern gibt es auch eine kleine Besonderheit, beziehungsweise ist keine Besonderheit, aber man muss halt auch darauf achten, wie man die verdrahtet. Also die sind jetzt so konstruiert, dass die L-In ist hier unten links, L-Out ist jeweils unten rechts und die beiden oberen Klemmen hier im hinteren Bereich sind die Möglichkeit oder die Notwendigkeit, einen Neutralleiter anzuschließen. Die sind auch gebrückt. Das habe ich auch schon mal in der Vergangenheit, glaube ich, erwähnt oder zumindest mal gezeigt. Also die sind auch tatsächlich parallel geschalten. Das werden wir auch wieder zunutze machen. Da müssen wir nicht mit irgendwelchen Duo-Hülsen arbeiten, sondern wir gehen von dem N dieser Automaten jeweils zu dem N, zu einer dieser N-Klemmen des Zählers und mit der zweiten N-Klemme dann eben hoch zur Reihenklemme. Dadurch hat eben der Automat einen N, den braucht er einfach, damit er funktioniert, damit er einen Bezugspunkt hat, beziehungsweise eben für seine eigene Stromversorgung. Gleichzeitig greifen wir da eben den N ab und führen ihn hoch. Denn hier müssen wir natürlich sicherstellen, dass jeder Zähler auch an dem N des dazugehörigen Stromkreises hängt. Das sind ja wie gesagt FILS-Schalter. Man kann hier nicht einfach alles parallel schalten. Das würde für massive Probleme und Fehlauslösungen und so weiter sorgen. Insofern muss das wirklich hier eine 1:1 Beziehung sein. Das ist ein bisschen Vertratungsaufwand, ist aber ansonsten nicht komplex. Und dem widme ich mich jetzt in den nächsten Minuten.
Ja, und jetzt habe ich hier eben diesen Schritt vollendet. Ich habe aber währenddessen hier mehrere Zeichen des Universums bekommen, dass ich es für heute gut sein lassen soll. Die Kamera ist hier einmal heruntergefallen, die ist mehrmals verrutscht. Das hat hier nicht so richtig funktioniert. Und überhaupt hat das hier wirklich überraschend lange gedauert. Man stellt im Endeffekt hier immer nur einfache 1-zu-1-Verbindungen her. Also die Ausgänge des FILS-Automaten oder der FILS-Automaten werden eben jeweils geführt auf die Wechselstromzähler. Der N-Anschluss, wie gesagt, ist einmal hier oben jeweils. Der L-Eingang ist immer hier unten. Der L-Ausgang ist auch hier unten. Und den N holen wir uns wieder von oben und fahren dann eben als nächstes zu den Reinklemmen hoch. Das wird hier auch langsam im Leitungskanal ziemlich dicht. Ich habe natürlich auch versucht, da schon immer noch so kleine Bögen zu lassen. Das heißt, wenn man hier jetzt irgendwie eine Wartung durchführen muss, vielleicht mal mit einer Stromzange messen will, kann man das so hochklappen, könnte da was, also die Stromzange rumführen oder kann zumindest mal hier weitere Leitungen einziehen, indem man das so ein bisschen hier hoch zieht. Man kann auch vielleicht die Zuordnung machen, indem man hier so ein bisschen wackelt. Ich habe jetzt bisher ganz bewusst auf Kennzeichnungen verzichtet. Die muss ich nachholen. Dafür blieb mir jetzt einfach keine Zeit an der Stelle, das alles ganz ordentlich zu kennzeichnen und zu beschriften. Das Schöne, nur um auch das nochmal zu zeigen, denn das gefällt mir halt am allerbesten, ist einfach die Sache, dass das alles hier verschwindet. Und das soll ja natürlich keine Einladung sein, um hier besonders schlampig zu arbeiten. Man muss und soll natürlich trotzdem sauber arbeiten. Aber das ist einfach nachher, wenn das hier alles mal eingearbeitet ist, eine echt saubere Angelegenheit. Das verschwindet hier halt und man sieht hier jetzt wirklich nur noch die Kabel, wie sie jetzt hier, oder die Aderendhülsen an den Kabeln, wie sie zu den Automaten gehen. Man kann jetzt hier rein nicht gucken. Klar, zwischendurch oder gerade in den vertikalen Kanälen befinden sich natürlich auch noch eine Menge von Leitungen. Irgendwo müssen sie halt langlaufen. Leider geht das noch nicht mit WLAN. Aber insgesamt ist das eben, wie ich finde, ein tolles System. Das hat sich jetzt schon bewährt. Man muss natürlich so ein bisschen auch noch Übung drin finden, wie man die Leitungen am Ende des Tages wirklich legen soll, in welchen Abständen und so weiter, beziehungsweise an welcher Stelle man hier jetzt zum Beispiel nach oben geht oder ob man immer außenrum fährt. Also das sind alles so Sachen, da braucht es Erfahrungswerte, beziehungsweise das muss man halt so ein bisschen ausprobieren. Aber insgesamt tolles System. Und wie gesagt, es gibt hier noch trotzdem noch eine Menge zu tun. Diese Verdrahtungsarbeiten, das Abschneiden, das Anbringen von Aderendhülsen und so weiter. Das ist alles für sich genommen immer kein Problem. Das sind Kleinigkeiten, das geht, also ist nicht weiter der Rede wert. Aber in der Anzahl hier gerade bei FILS-Automaten, zwei Leitungen pro Automat, dann noch diese Drehstromzähler, auch irgendwie immer Leitung rein, Leitung raus und so weiter. Da kommt ganz schön was zusammen. Und am Ende des Tages sind jetzt hier viele Stunden vergangen und ich bin immer noch nicht fertig. Also ich muss jetzt, wie gesagt, in einem nächsten Schritt die Stromkreise noch hier nach oben führen. Es gibt hier noch ein paar Stromstoßrelays. Es gäbe noch diesen weiteren Drehstromkreis. Und es gibt auch noch eine Zeitschaltuhr fürs Treppenhaus bzw. fürs Außenlicht sowie ein Klingeltrafo. Also hier gibt es schon noch ein paar Schritte zu tun. Für heute und für jetzt lasse ich es gut sein, wie gesagt. Ich werde das vielleicht an anderer Stelle dann nachtragen, nachreichen, beziehungsweise gegebenenfalls eben dann das Resultat auch präsentieren. Im Prinzip sollte klar geworden sein, wie das hier funktioniert, auch gerade insbesondere mit den Leitungskanälen und der Rest ist dann halt die Fleißarbeit, die noch folgen muss in Teilen. Und daher hoffe ich jetzt einfach mal, dass auch ihr so ein bisschen Spaß dabei hattet, dass ihr vielleicht diese Leitungskanäle, ich weiß nicht, ob die schon jeder kennt, die sind in der Regel nicht so bekannt, denn das ist eher was Exotisches, das gibt es halt nicht von der Stange. Und insofern hoffe ich jetzt einfach mal, dass auch ihr das interessant fandet. Wenn dem so ist, dann dürft ihr dem Video gerne einen Like geben, den Kanal abonnieren und dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos hier, denn es werden zu dieser Verteilung und zu diesem gesamten Projekt sicherlich noch weitere Videos folgen. Und ich dementsprechend hoffe ich dann einfach, dass wir uns bald wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin, bis dann. Ciao.